Es geht los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Oberbayern. Heute mit dabei der Paul, der Lenny, der Daki, der Werner, der Lukas und der Michael. Hallo. Hallo. Oh mein Gott. Uffe. Hallo. Oh mein Gott, klingt schon mal direkt. Nenn mich doch einfach Uwe. Okay, der war nicht. Konnte das denn jetzt passieren? Naja, schnell rausfahren. Ich habe gerade deinen Drescher hinterher geguckt und dann lag ich an der Seite. Ja, sowas. Der neue Drescher schon kaputt? Nee, ich bin Abfahrer und Drescher zugleich. Ach, okay. Mach die Ben-Hur-Nummer. Was für ein Ben? Ja, Ben-Hur. Gesundheit. Ihr Banausen. Abfahren und Dreschen gleichzeitig war gar nicht so lustig. Waren das diese Schwarz-Weiß-Filme, von dem alle reden? Nee, ne? Richtig. Habe ich schon mal was von gehört, aber war ja vor meiner Zeit. Wie viele Drescher sind jetzt eigentlich unterwegs? Drei? Also ich dresche. Vier. Glaube ich. Paul nämlich auch. Aber, also Jungs, habt ihr nicht kein eigenes Feld, Worthy, dass ihr beide Missionen macht? Ja, so läuft's. Naja, wir haben halt Sojabohnen und so Zeug angesät. Ist mir aufgefallen, ne? Unsere Sojabohnen... Was, Sojabohnen? Nee, unser Raps auf der 70 steht fruchtgekeimt. Ich glaube, das wird dieses Jahr nichts mehr, ne? Ja, das ist das, wenn man es zu spät sät, ne? Ich glaube, das hat der NPC gesehen, ne? Kannst du als Zwischenfrucht eingrubbern. Stimmt, das haben wir gesehen. Richtig. Das hat die Junkari gesehen von uns. Ja, dann haben wir es wohl... wieder mal auf den Punkt gebracht. So ist. Jungs, hört ihr? Ja. Nee, bitte. Ich habe nur gehört, man sät auch Raps öfter als Zwischenfrucht. Ich habe gehört, es kann nicht immer alles laufen. Ne? Immerhin haben wir noch alle 18 Kühe, da kann man auch mal ein Feld einfach zu spät ansehen. Auf Holz geklopft. Ja, so oder so ähnlich. Wir hoffen, es bleibt auch so. Schön wäre es, wenn es 19 wäre, aber dann würde ich ein bisschen stutzen. Wie sieht denn das eigentlich mit unseren Schweinen aus? Wie viel sind denn das inzwischen? Ich glaube, sie müssten jetzt eigentlich vermehrt haben. Nein. Immer noch 0,2 Jahre. Weiß einer, wann man die Kühe wieder verkauft? Ab wie viel Kilo? Ja. 12. Platten die nicht auf und dann kommen zwei raus? Habt ihr Schweine, also eine Zuchtschweine hätte ich fast gesagt, Zuchtkühe oder habt ihr Milchkühe? Nee, wir haben Mast. Wir haben eine Bullenmast. Ich empfehle dir da nachher etwas. Ja, halt, ich bin voll, weil ich nach dem... Ja, mach mal. Irgendwer ist durch unser Feld gefahren, Michael. Wie kommt denn sowas? Ich. Keine Ahnung. Ich tippe drauf, er fährt einen gelben Mähdrescher. Was ich dir empfehlen würde, Uwe? Ja. Bau einen Zaun. Was? Aber da muss er den Drescher ja vom Zaun heben. Ach so. Aber da hat er ja schon Erfahrung, habe ich gehört. Mit Zäunen bin ich Meister. Ich finde jeden Zaun, der Colli hat, auf jeder Map. Also der Zaun professionelle Zauntester, ja. Mhm. Das ist eine Gabe, ich kann da halt gar nichts für. Hätte lieber eine andere Gabe. Ja, man kann sie halt sich manchmal nicht aussuchen, so was dies ist. Gabe, Bürde, wo ist der Unterschied? Möchtest du drüber reden, Lenny? Nektarine, ja. Nee, das verbreche ich nur wieder in Tränen aus. Die Therapiestunden sind immer so teuer. Hm. Aber dein Therapeuten freut's, habe ich gehört. Geht so, der muss danach auch in Therapie. Ach so. So schlimm. Das haben wir auch schon mal gefragt, ne? Was ist, wenn die eigentlich einen weg haben? Wo gehen die hin?
Friedhof vielleicht oder die so. Können doch nicht, die können doch nicht in den Spiegel reden, da geht doch nicht. Überleg mal. Aber wenn du anfängst mit dir selbst zu reden, dann hast du auf jeden Fall die Diagnose. Ja. Weißt du, wie oft ich mir am Anfang der YouTube-Geschichte gedacht habe, ich habe nicht mal einen Latten am Zaun, mit mir selber zu reden? Was meinst du, wie viele Leute das immer noch denken? Ja gut. War es denn wenigstens so, dass du irgendwo in euren Räumlichkeiten gesessen hast und dich auch jemand gehört hat, oder warst du irgendwo eingeschlossen? Nee, also ich bin nicht auf Tauschstation gegangen. Und wie oft hat deine Frau irgendwo angerufen und um Hilfe gebeten? Die erste Zeit war eigentlich relativ schlimm, weil sie immer gedacht hat, ich rede mit ihr. Sehr gut. Das ist schwierig. Was willst du denn? Nein, schon wieder von vorne. Auf Hupen war ich jetzt nicht vorbereitet, AG. Was hast du denn da vorbereitet? Micha, hast du Zeit, mir einen Drescher, einen Schlepper zu bringen oder soll ich gleich einen holen? Sprang wie immer, ich komme. Setze gerade die Bahn neu an, dann gehe ich. Ja, alles Schlepper. Gut, sonst hole ich mir den selber, das ist auch kein Thema. Ja, das ist kein Thema, komm mal. Hab mir gesagt, ich fahre dich dann zu dem Bischof. Sehr schön. Hier kommt tatsächlich ordentlich Weizen runter. Das ist sehr ergiebig, ne? Ja. Ich mache ja auch gerade ein Weizenfeld. Ja gut, ja. Wenn du das ganze Jahr drauf wartest, kann auch was runterkommen. Das ist okay dann, ne? Ja. Das stimmt, aber wir haben nur so ein, aus Kostengründen nur so ein 12.000 Liter Anhänger gekauft, weil wir dachten, naja, kleine Felder, da kommt so viel nicht runter. Ah, gut. Also ich habe unseren 40.000 Liter Anhänger gleich voll. Wir haben einen kleinen Anhänger, aber dafür ein riesiges Schneidwerk. Gute Kombo. Ja. Geile Kombo, oder? Da merkt man halt direkt, wo das Geld ausgegangen ist, ne? Man merkt direkt, worauf Wert gelegt wird. Ja. Eigentlich auch auf ein kleines Schneidwerk, aber das, ja, haben wir ja schon mal besprochen. Micha, Anhänger ist voll. Kommt schon hier um die Kurve gedüst. Bin schon da. War nicht negativ, sondern nur eine Information. Bleib hier auch stehen, du darfst einfach fahren. Kurz nochmal der Blick auf die Minimap, nicht dass von hinten mich gleich einer aus dem Leben holt hier. Was? Bin hier nie einer machen. Zuständig. Das ist nicht meine Abteilung. Was macht der Lukas heute eigentlich? Nichts. Guten Eindruck. Der Boah, spielt Taube. Also schwierig, muss ich gestehen, bisher, Lukas. Ja, war schon sehr bemüht, einen guten Eindruck zu machen. Lukas, hast du einen größeren Anhänger zufällig? Da ist bestimmt dran zu kommen. Ah, brauchen wir einen, Micha? Du wissen. Machst jetzt gleich, machst du glaube ich Raps oder sowas, gell? Also ich gebe dir einen Tipp, ne? Nimm eine Mission an, bei jeder Mission ist ein größerer Anhänger dabei als die. Tipp vom Profi. Also tatsächlich kann man jetzt ja sagen, haben wir ja nicht gemacht, aber hatten wir kurz am Donnerstag überlegt, nehmen wir eine Mission an, mieten ein Schneidwerk und haben einen Drescher for free, fanden es aber asozial und haben dann auch den Drescher gemietet. Oh, so weigen. Weiß jetzt nicht, ob ich mich bedanken soll. Warum denn nicht? Dann können wir das ja machen. Bist du sicher, dass das funktioniert? Ja. Ach, die Profis. Das ist halt diese kriminelle Ader, haben wir nicht, Dagi. Das ist halt einfach. Das ist nicht kriminelle Ader, das ist Kreativität. Ah ja. Der eine schon mal bei so, Gabel der sind. Andere sieht so. Ja, die in der Suite sind halt, sind auch alles Künstler, hast du recht. Alles klar. Bei der nächsten Diskussion im Discord schreibe ich auch Kreativität runter. Ja, super, läuft immer, habe ich gehört.
Sind deine M&Ms eigentlich inzwischen angekommen? Ja, sind sie. Was ist jetzt drauf? Jetzt ist ein Familienfoto drauf, das ging aus irgendeinem Grund. Wow. Ist ja auch nicht detailreich. In welcher Farbe war das nochmal dann da drauf? Der Aufdruck ist dunkel, also nicht unbedingt schwarz, aber so dunkelgrau. Okay. Also so ein helles Schwarz. Ein helles Schwarz, ja. Also Anthrazit könnte man sagen. Kannst du nicht empfehlen, sich eigene M&Ms machen zu lassen? Ja, also kann man schon machen. Aber irgendwie ist die Auswahl von den Sachen, die sie annehmen, sehr begrenzt. Habe ich meine Frau damit überrascht. Hey, guck mal, was ich für dich bestellt habe. Boah, alter Schleim, ey. Alter Lukas, dein Ernst? Hä, was denn? Denkst gleich zwei hintereinander? Ja, klar, nicht. Ich find's ja schon ein bisschen frech, dass der Lohner hier mit 10,50 rumfährt. In Lüge! Wo hat denn der den 10,38 her? 38. Oh, Entschuldigung. Vermute okay. Vom Händler. Aber, nur so eine Vermutung. Spekulation. Ja, der Starrer hat aber auch Seife unter den Rädern. Oh, du kannst echt nicht inkacksüchtig fahren. Bist du voll, oder? Mhm. Komm ran hier, Mäuschen. Komm, ich überschlage mich schon, jetzt hab ich halt schon. Nein, nicht überschlagen. Dann haben wir hier nur eine Beule im Schlepper. Was ich heute. Und nicht nur eine Beule. Aber war ja dein Schlepper, deswegen ist das nicht so schlimm. Ja. Das sind die richtigen, dankeschön. Paul, willst du den Anhänger wegfahren oder soll ich selber machen? Ich komm gleich. Der kleine Starrer fliegt vielleicht gerade dahin. Er fliegt? Ja, es ist ein Paul-Starrer. Was soll das jetzt heißen? Das ist wie jedes Gerät, in dem Paul drin sitzt. Das wird einfach kurzfristig modifiziert. Chip-Tuning oder so ähnlich. Ja, yeah, kurz an das Getriebe reingeschraubt. Das Ding muss aber was ziehen. Halt immer eine Büroklammer dabei. Logisch. Um die Sicherung zu überbrücken. Ich glaube, so ein Getriebe reicht nicht für die Geschwindigkeiten, die Paul auf die Straße bringt mit sowas. Ich glaube, das Geheimnis ist der richtige Treibstoff. Du lädst dich jetzt aber nicht vor. Dass unser Lohner direkt immer so übertreiben muss, wenn man nach einem größeren Anhänger fragt. Ja, ne? Wieso? Think big oder was? Ja, direkt zwei Riesenanhänger hinten dran gehängt. Zwei TAA-30 oder wie heißen die aus dem Youngtimer? Ja, ja. Mensch. Du, aber er muss die Gott sei Dank fahren, ne? Ist... Doppeldrehschemel? Ja, Doppeldrehschemel. Ist ja gar kein Problem. Was macht denn der Steuer da im Fahrzeug? Du musst halt rückwärts raus. Achso, da steht noch was. Du, Irgendwas kaputt gegangen gerade? Oder geht? Ja, das ist. Naja, sollte man sich vielleicht nicht angucken aus der Nähe. Normalzustand. Kann man nichts machen. Machst du nichts, ey. Micha, du kannst dann aber einfach ganz entspannt, ich fahr dir nachher rüber. Soll ich schieben? Okay. Wenn du noch mähen musst. Ah ja. Ich würde dann weiter mähen. Ja, soll ich schieben? Ja, mach das. Warte, gerne. Ich komme. Nimm den Starrer mit. Ich drück den jetzt rückwärts mit dem Mähdrescher da hoch. Würfen irgendwie über den Berg. Lenny, ich muss raus, ich bin voll. Du Sack. Das musst du früher sagen. Jetzt kannst du auf der anderen Seite runterfahren. Ich würde das hier noch in unseren Anhänger kippen. Lass uns dann den Hafer von drüben nehmen. Auf 18? 18. Ja. Das nenne ich Teamwork. Sehr gut, ja. Ach, du holst das damit raus, ne? Nein. Nein, du doch nicht. Über diese Anschuldigungen hier. War eigentlich nur eine Feststellung. Muss ich die Wiese nach dem Main wieder beproben? Nee, eigentlich nicht. Du musst, glaube ich, erst dann beproben, wenn das Dingen sagt, veraltete Daten. Ja. Okay. Lord. Und wann ist das? Also gibt's da eine Zeit, die abläuft? Wenn sie oder? Alt sind. Nee.
Wow. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich mag mal ganz kurz anmerken, der Trigger bei der Brauerei ist sehr speziell gesetzt. Okay. Danke. Was sagt uns der Autor mit dieser Mitteilung? Dass wir es jetzt wissen und ihr müsst es noch rausfinden. Du fährst über die Abladestelle drüber und du kannst dich abladen, fährst 5 Meter weiter und du kannst abladen. Ah, okay. Ins Nichts hinein. Ja, Fehler passieren, das ist wahrscheinlich ein kleiner Arbeitsfehler. Ja. Normaler Tag in Oberbayern, also. Das ja, ich kipp's daneben, ich schieb's dann rein. Bei denen gehört ihr Bier zur Grundnahrungsmittel, haben sie bestimmt vertan, wie sie das angemalt haben. Ich würde sagen, wenn du bei der Brauerei bist, hast du ganz andere Probleme. Als einen Meter vor oder zurück. Mehr Lagerkapazität. Den ganzen Hof mitgenommen. Hast du gerade ein bisschen was drin, oder? Jawohl, 7000 Liter. Das lohnt sich ja noch nicht mal aufzustehen. Jungs, ich hätte hier gern mal am Dienstag ein Problem, weil für heute sind wir erstmal fertig. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, wie lange die Proben halten, wenn ihr es wisst. Dann brauchen wir nicht raten. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, Dienstag 14 Uhr zu einer neuen Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.